Moin, moin, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Jo, wie man sieht, bin ich doch nicht zurückgefahren. Ich wollte ja hier meinen ganzen Loot loswerden und war ja einfach zu faul zu. Außerdem fiel mir ein, wir haben ja in der Stadt, die ja gleich kommt, upsala, haben wir unsere Lootkiste. Dann können wir da erstmal zwischenlooten. Ne? Was soll ich da ganz zurückfahren? Überlege nur noch gerade mit dem Häuschen da, ob wir das da noch mitnehmen. Und wir haben ja noch die Moin. Moin. Den Airdrop. Ah ne, hier kommt ja die ganze kleine City noch. Oder die, ja, wie nennt man sowas? Siedlung. Und da oben im Gebirge müsste noch was sein. Ja, komm, wir fahren jetzt erstmal, bringen erstmal den Loot weg. Und dann machen wir einen kleinen Ausflug ins Schneegebiet, würde ich sagen. No? Wenn wir schon am Rumgurken sind. Oh, hier eine Menge Leute unterwegs. Moin. Noch ein ganzes Stück hier zu fahren. Ja, es war ja letztes Mal blöd. Ich hatte ja gedacht, dass da der Händler kommt. Und da war eigentlich immer ein Händler. Aber, oh, ein Wölfchen. Shit. So, jetzt kriege ich das Fleisch noch nicht mehr mit. Muss ich wohl was anderes hier lassen. Irgendwas zerlegen. Na komm her, zerlegen wir das halt. Nee, falsch. Da geht natürlich jetzt einiges. Knochen ist nicht so schlimm. Fleisch haben wir, das andere ist Knochen und Fett, ne? Knochen, Knochen, Knochen. Total, so viel Knochen, Tierfett. Naja, okay. Ist halt so. Fleisch ist wichtiger. Und da sind wir auch schon bei unserer. Ja, das schaffen wir jetzt aber nicht. Die Knochen brauchen wir auch nicht. Wir haben genug Knochen. Gut, dann können wir hier die Sachen inzwischen lagern. Wo ist meine Kiste? Da. Okay. Jetzt fahren wir mal kurz ins Schneegebiet. So weit ist das ja auch nicht. Und die Häuser hier auf der linken Seite haben wir jetzt alle, ne? Ja, ich meine, genau. Da muss ich jetzt die rechte Seite gleich nehmen. Also in Angriff nehmen. Schönes Wetter. Hat sich aber auch so ein bisschen gemausert, ne? Das Schneegebiet. Ah, hier kommt das Örtchen, kenne ich auch noch. Und dann müsste da irgendwo hier eine Straße sein, genau. Die Straße habe ich eigentlich gemeint. Guck, ein Schneehuhn. Oh, guck dir das an, jede Menge Eisen. Ja, machen wir jetzt aber nicht. Weil uns wird hier auch relativ schnell kalt werden. Und es ist natürlich blöd, ich habe ja die warme Jacke in der Kiste, glaube ich, gelassen. Hätte man auch anziehen können. Aber eigentlich wollte ich auch nur kurz hier den Airdrop holen. Da ist er schon.
Da war noch so ein Häuschen. Was war's? Da machen wir dann so, wenn wir schon mal hier sind. Erstmal hier, wo ist die Kiste? Eine Nagelpistole. Nice. Sehe ich gut. Weil im Haus ist jetzt nicht so schwierig, also wegen Frieren. Da hinten ist ein Leopard. Oder ein Berglöwe, glaube ich, ist das, ne? Muss er weg? Da, ne? Oder? Ja. Die können gut was ab, die Jungs. Da kommt von links schon wieder irgendwas. Noch so ein Holzfäller. War das dein Leopard, Berglöwe? Ein Haustier? Ah, ist noch Blei. Na komm, dann nehmen wir das mal mit. Da kommt schon wieder ein Bergarbeiter, würde ich schon sagen. Hauzeller. Hier ist im Boden, lasse ich mal. Da ist noch einer. Meine Güte. Das war aber schon immer so, dass sie ziemlich... Häufig waren die Jungs. Aua! Da kommt noch wieder so ein Berglöwe. Da ist noch ein Holzfäller. Und hier ist noch ein Holzfäller. Muss irgendwo ein Nest sein. Auf die Omme. Was mit den Berglöwen? Wieso habe ich Hunger? Habe ich vergessen, was zu essen, obwohl ich bei der Kiste war. Doof. Na gut, vielleicht finden wir im Haus was. Das Schlimme ist ja, die springen ja auch noch. Das wieder zum Thema gefährliche Gebiete. Ne? Also alles außer Waldgebiet, das Grüne, ist eben gefährliches Gebiet. Was heißt mehr Stress und könnte in die Hose gehen. Auch das Auto nehmen wir noch mit. War das jetzt der Berglöwe, den wir von da hinten kam? In die Richtung, wo wir jetzt gucken. Weiß ich jetzt gar nicht. Mit da kam doch irgendwie einer. Ne, da ist er. Guck. Ja, den lassen wir jetzt in Ruhe. So lange wollte ich hier gar nicht umtouren. Ach, er nur wieder. Dumm. Nee, komm, das können wir zerlegen. Oh, einen Motor habe ich gekriegt, auch schön.
Mehr, das zerlegen wir auch, ist egal. So. Ja, nett, dass er eben die Tür aufgemacht hat. Spart uns ja ein bisschen Arbeit. Ja, komm hier weg. Moin! Und nochmal Honig, das ist nice. Und da was essen, sehr gut. Pass auf, und jetzt essen wir das mal. Das gibt 12% Durchfallchance, aber wir haben eh Goldrutentee dabei und wir müssen eh was trinken. Von daher macht das nichts und ist gut gegangen. Ne? Deswegen habe ich auch immer Goldrutentee. Aufs Gewohnheit natürlich auch immer Goldrutentee dabei. Weil früher war das irgendwie mal schlimmer mit Durchfall, meine ich. So, das bringt nämlich immerhin 15. Gesundheit minus 5, okay, das ist blöd, aber das regeneriert sich ja wieder. So, wie gesagt, die Chance, Durchfall zu bekommen, ist relativ gering. Und wenn man Goldrutentee dabei hat, dann ist das nicht so schlimm. Komm, weg. Da geht's nach draußen. Ach komm her, noch haben wir Platz. So, so hier unten haben wir, denke ich mal. Ja komm, noch einer? Da ist bestimmt auch noch einer. Das ist bekannt vor, aber wir sind hier schon im Dachboden, ne? Ja. Ja, höher geht's nicht. Käffchen. Zu lesen. Nur Papier. Leder lassen wir mal. So. Oh. Was haben wir denn da? Bauplan Helmlichmut. Gut. Messing. Messing ist das neue Gold im Ödland. Daraus wird nämlich Munition hergestellt. Ach was. Finde mir Messing in Beute. Sehr gut. Durch Lesen Rezept kannst du lernen, wie dieser Gegenstand gefertigt wird. Kürbis Käsekuchen. Ganz was Feines. Noch mal Bücher. Papier. Ah, den können wir nur für so anziehen. Der wärmt, glaube ich, auch ein bisschen, ne? Nee, doch nicht. Kältewiderstand. Doch, 3,8. Hitzewiderstand 14,2. Da ist einer drin, oder? Nee, nicht. Das ist gut. Also, naja, mal wissen wir da. Eine ganze Menge drin hier in der Hütte, ne? Muss man mal sagen. So, warte mal eben. Da nehmen wir erstmal den lila Ding raus. Geht ja gar nicht. Und den ziehen wir mal an. Was haben wir hier drin? Oh, da haben wir so ein Teil hier drin.
Moment. Erstens sieht der schicker aus und zweitens ist der auch hier Kältewiderstand. Und der hat hier auch Kältewiderstand, sehe ich gerade, aber Hitzewiderstand ist weniger. Da auch 17. Ah, oh, das war so wesentlich besser. So. Sehr gut. So, Hose, wie sieht es denn damit aus? Was haben wir für eine Hose? Kampfanzug. Das ist... Die ist etwas besser. Sieht auch schicker aus. Wir behalten die aber. So. Keine Lust, da jetzt die Tasche umzubauen. Gut, da haben wir es hier oben auch schon, wa? Oder? Denke ich mal. Jo. Keller ist hier nicht, ne? Denke ich mal nicht. Nee, glaube ich nicht. Lass mal sehen, dass sie hier wegkommen. Ja, sieht aber schon. Das ist ein Bär. Und ein Kaninchen. Der Bär wäre natürlich nicht schlecht wegen Fleisch, ne? Na komm, egal. Auf freier Fläche ist das ein bisschen unglücklich. Wenn man keine Deckung hat, irgendwie, wo man sich draufstellen kann oder so. Klar, wir können uns hochfremen. Einen kleinen Fremturm bauen. Moin! Wir sehen jetzt aber erstmal wieder zu, dass wir wieder zurückkommen. Wisst ihr, ich muss nämlich was trinken, ich muss dann essen. Immer das Gleiche. Rollt das auch von alleine hier? Yes. Ja, guck, haben wir das auch. Lederbrustpanzer brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Weil wir das stackt. Mal gucken hier. Oh. Glatt die Munition weggepackt. Hier die Jacke meinte ich, ne? Puffermantel minus 21, Kältewiderstand 21, ist das schon eine ganze Menge. Das stackt. Das auch. Was können wir essen? Und wir hatten ja hier noch was zu essen mitgenommen. Nehmen wir erstmal nur einen von. So. Ach komm, hier weg damit, zerlegen. So. Was können wir denn noch entnehmen, was hier so das stackt?
Sonst eigentlich nichts, ne? Ja, okay, da soll einer dann. So, dann nehmen wir das noch mit rein. So. Gut, lassen wir es erstmal dabei. So, wir müssen jetzt die Häuschen auf der Seite noch machen. Okay. Ist auch schon wieder 18.50 Uhr, sehe ich gerade. Ups. Dämlich. Denke gerade, haben wir auch was im Fahrrad noch drin? Nee, ne? Auch noch voll. Uiuiui. Na gut. So. Post. Jo. Moin. Wo sind sie? Oben drüber wahrscheinlich, ja? Also nehmen die Hütte hier noch eben schnell mit. Ich denke mal, das wird relativ schnell gehen. Und dann werde ich wahrscheinlich dann doch zwischen den Folgen mal eben sehen, dass ich zum die Sachen hin zurückbringe. Und was zu essen. Sehr schön. Oh, trinken soll ich ja auch. Verdammt. Trinken muss ich ja vor allen Dingen. So, ist da noch was hinter? Nee. Aber recht übersichtlich die Hütte hier, oder? Die Loot kannst du auch vergessen und da oben drüber kommt auch nichts mehr, ne? Kann ich mir ja fast nicht vorstellen, dass hier nicht noch mehr ist. Keller oder so. Aber scheinbar nicht. Nö. Der Schamau. Aber hier hinten war noch was, ne? Genau. Hier war auch noch nicht. Was ist denn das für eine... Noch die Tür haben wir übersehen. Na gut. Doof. So, hier haben wir noch was. Keiner da. Wunderbar. Gut. Ja, dann würde ich sagen, dann sichern wir das Zeug hier noch eben. Natürlich auch schwer belastet. Dann haben wir die Hütte auch. Und dann haben wir die beiden Häuschen hier links noch. Und dann haben wir das erstmal. So, ich muss eben gucken, ob ich jetzt zwischen den Touren eben zurückfahre und den Loot wegbringe. Das könnte man vielleicht eben machen.
Ja, muss ich mal gucken, weiß ich noch nicht. Und da will ich auf jeden Fall hier aber das Örtchen noch abgeschlossen haben. Und die zwei Häuschen, das kriegen wir auch hier alles nicht mehr untergebracht, ne? Das kriegst du nicht hin. Das können wir auch zerlegen. Ah, es könnte vielleicht klappen. Ah, ich kann so einiges zerlegen hier. Muss ich überlegen, weiß ich nicht. Eventuell bringe ich das eben schnell zurück und dann kommen wir hier noch, machen wir hier noch. Oh, jetzt gibt es noch einen Nebel. Das sieht auch cool aus. Na gut, hier tappen im Dunkeln, neben Nebel. Ich cool aus. Ich sage jedenfalls erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ja, mal gucken. In der nächsten Folge sind wir entweder in der Bude und fahren hier wieder her oder ich bin wieder hier oder was auch immer. Muss ich dann gucken. Ich sage ja nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.